Ja, herzlich willkommen bei Feuerwehr Willi. Das bin ich. Wir werden heute mal das Thema Innenangriff Vorbereitung machen. Schlauchtragekörbe werde ich nochmal anfangen und wir fangen mal nach und nach an. Weil beim letzten Mal hatte ich ein bisschen Tonprobleme und deshalb mache ich den Film nochmal, was ich letztes Mal euch sagen wollte. Ihr habt gesehen in einem Video, ich blende euch mal oben mal ein, welches ich meine, mit dem Schlauchpaket, wie man das auch tragen kann, die sogenannte Herrenhandtasche für unterwegs. Das kann man so machen. Alternativ kann man auch einen Schlauchtragekorb dafür nutzen. Es gibt jetzt die verschiedensten Varianten an Schlauchtragekörben, aber jetzt zeige ich euch mal was. Ich komme gleich mal kurz zum Ziel. Mein Ziel, und zwar habe hier so ein paar Variationen von Schlauchtragekörben mal für euch mitgebracht. Ne? Also da auch nochmal besonderen Dank. Ich bin natürlich, also wir selber haben die Schlauchtragekörbe so noch nicht. Aber vielen Dank an die Firmen, die mich da auch unterstützen. In diesem Fall ist das Ultramedic. Und die haben den Schlauchtragekorb. So. Das Besondere ist, wie beim einen Video auch schon gezeigt, diese Öffnung hier, seht ihr gleich einen Vorteil. Und was wir bei dem jetzt haben, das gibt es auch mit dieser Regal, mit dem Regalboden drin oder mit der Trennung mit und ohne. So, das Schöne ist erstmal, dass ich das mit einer Schlaufe aufmachen kann. Ne? Also man kann mit einer einen Hand das bedienen und eben mal schnell aufmachen. Und man kann das Schlauchpaket dann da schön reinpacken. Das würde ich jetzt natürlich als alternative Tragemethode nehmen. Also da brauche ich jetzt nicht noch diesen Tragegurt, den mache ich mal kurz ab. Ihr müsst letztendlich nachher selber entscheiden, was für euch das passendste ist. Ich habe jetzt hier das Strahlrohr nicht mit eingewickelt. Okay. So. Übrigens mit dem Schlauchpaket. Ich werde noch mal ein Video machen, wo ihr sehen werdet, wie man das auch komplett luftfrei, weil hier ist manchmal ein bisschen Luftpolster auch noch zwischen. Sieht man hier, wie man das hinbekommt und wie sie den Schlauch wickeln kann. Da habe ich auch ein bisschen Erfahrung gesammelt. Da werde ich noch mal ein Video zu extra machen, wie das auch geht. Okay, aber erstmal kurz nur schnell für euch. Man packt hier das Schlauchpaket rein. Wohlgemerkt ist das jetzt ein 30 Meter C. Jetzt haben wir hier oben ein Fach. Wir können da reinpacken. Bei uns der Klassiker Leinenbeutel. Ne? Fluchthaube für die Menschenrettung. Man kann hier auch Schlauchhalter noch mit reinpacken. Manche machen hier vielleicht Absperreinrichtungen rein, ein Tragetuch, was sie halt für den Innenangriff brauchen, was sie selber meinen, was sinnvoll ist, okay? Da haben wir die Möglichkeit, so einen kleinen Einkaufskorb fertig zu machen, für die Sachen, die man eben vielleicht mal schnell im Rauch gebrauchen kann, ne? In der Rauchgrenze, okay? Haben ist in dem Fall besser als brauchen, wenn man oben feststellt, oha, oder manche packen auch Verbandskasten hier rein, ne? Eine kleine Verbandstasche oder sowas, auch wunderbar, ne? So. Das heißt, wir machen das jetzt zu. Hier ist natürlich ein bisschen Schlauch jetzt. Muss ein bisschen das. Oh, gar nicht schlecht. Und das Ende ist dann hier greifbar oben fest. So. So geht's dann los. Das heißt, ich würde so in den Innenangriff gehen. Hätte so immer alles dabei. Ne? Vorteil ist jetzt, jetzt komme ich an einer Einsatzstelle. Ich kann jetzt die Sachen entnehmen, die ich brauche und könnte auch theoretisch ganz schnell einfach sagen, beiseite gestellt, Schlauchpaket, ne? Unter Druck setzen, wisst ihr alles, okay? Nur man kann es halt damit eben auch mal schnell ausgeben und hinlegen und anfangen, ne? Finde ich super. Wie gesagt, nur, dass ihr wisst, dass es das gibt. Ich denke, man ist ja immer auch bestrebt, möglichst einfach und effektiv zu arbeiten. Was man hier letztendlich reinpackt, ist nirgendwo vorgeschrieben, das überlasse ich euch. Nur, dass ihr wisst, es gibt diese Trennung. Und was es da noch für Tragekörbe gibt, das werden wir gleich nochmal gemeinsam anschauen. Alles klar? Vielen Dank und ich würde sagen, bis zum nächsten Video. Ne? Euer Feuerwilli. Bis dann. Tschüss.
Vielleicht bei der nächsten Anschaffung. Bisschen was Praktisches. Nehmen.